Also bei McDonald's kann man als Veganer mehr bestellen als 99,99% der Leute denken. Ich habe mal diese App runtergeladen, ich weiß nicht, ob ihr ihr kennt. Guckst du so, ist irgendwas mit dem Video falsch oder? Nein, nein, alles Oder gut. versuchst du dich zu konzentrieren? Nein, ich konzentriere mich nur, Ach, Schatzi. so sieht das dann aus, okay. Ja. Nee, Oh Mann. nein, ich wollte dich nicht dissen. Ja, alles klar. Jedenfalls gibt drei, also erstmal gibt es drei verschiedene McDonald's-Filialen, kann unterteilen. Einmal die ganz kleinen, da gibt es den Big Vegan TS nicht, der heißt dann Vegan Burger TS, das ist einfach ein Hamburger mit veganem Patty, kostet glaube ich 2 Euro dann oder so. Der Big Vegan TS kostet 3,79. Dann gibt es, sage ich mal, mittleres McDonald's, da gibt es halt auch den Big Vegan TS und so weiter. Und wir waren jetzt gerade 3 Kilometer bei einem riesigen TS, das ist ein TS, riesigen McDonald's, wo dann auch dieser Spielplatz, der Kinderspielplatz Beim ist. Schlesischen Tor, ne? Schlesi in Berlin. Nee, Nee? War das das war. nicht Schlesisches Tor? Ja, doch, in der In der Nähe. Nähe, okay. Genau, sind wir noch Ja. 5 bis 7 Minuten gelaufen oder so. Und da kann man dann halt auch bei den Großen mit der App vorbestellen. Das gibt es nur bei sehr wenigen Filialen. Und da kann man dann personalisieren. Und da ist dann auch das McCafé immer offen, also auch abends, wo wir jetzt waren. Und da haben wir zum Beispiel als Getränk, das kann man auch mit einem Menü kombinieren, eine Cherry-Limonade, die finden wir beide sehr geil. Ich hole mir die trotzdem nicht nochmal, weil die ist extrem süß und extrem klebrig vom Zucker her. Aber ja, der Geschmack ist extrem geil. Und dann ist das Design, finde ich geil, komplett in Schwarz. Und das meiste ist halt auch Pappe. Deswegen beschwere ich das auch nicht, den auch nicht mehr, weil er halt Plastik ist. Das wusste ich jetzt nicht. Das ist nicht ein Cappuccino. Cappuccino geht auch in vegan. Mit Sojamilch haben die im Angebot. Das ist jetzt ein Kaffee Latte, auch mit Sojamilch. Und durch Personalisieren mit der App konnte ich dann auch noch halt Zucker, zusätzlich zu dem Zucker aber noch einen Espresso-Shot und einen Karamell-Shot. Und das schmeckt extrem geil. Also so muss halt Kaffee schmecken. Und jemand, der halt die meiste Zeit nicht vegan war und total auf Kaffee abfährt und auf Latte Macchiato und alles, der findet damit auf jeden Fall die perfekte, also man merkt den Unterschied gar nicht. Es schmeckt einfach extrem geil, vielleicht sogar noch besser. Dann haben wir so einen Fruchtnachtisch oder wie das heißt, McFreezy, also ein Eis. So ist eine Mischung aus Smoothie-Eis und Wassereis. Mir persönlich zu viel Wasseranteil. Nicole fand es sehr geil. Gibt es in 3 verschiedene Sorten. Das ist Ananas Mango für 1 Euro jeweils. Ey, der Hammer ist, das Zeug ist ohne Zucker, ne? Das Komplett ohne besteht, Zucker. genau, ich glaube, wenn man Und es hochrechnet Pappe das zu meiste. 20, 28% aus Fruchtkonzentrat, Ich glaube ein bisschen weniger. ja, oder ein bisschen weniger und der Rest ist einfach Wasser. Wasser. Ja. Dann haben wir auch ganz regulär Smoothies. Momentan sind auch für 1,50 im Angebot. Auch ungefähr in der Größe. Also richtig geile Smoothies hatte ich jetzt aber noch nicht mitbestellt. Ich hätte auch gar nicht erwartet, dass alles mit diesem Personalisieren funktionieren kann. Dann halt einfach große Cola. Fanta gibt es natürlich. Eistee, Pfirsich. Orangensaft. Gibt es verschiedene Sachen. Apfeltaschen hatte ich jetzt bestellt. Ist auch ein Klassiker. Riffelpommes. Das ist so wie Wedges. Nur halt noch. Also, es sind keine Riffelpommes, sondern Riffel-Wedges, sowas ähnliches. Zeige ich einfach mal, wenn ich das spontan finde. Aha, hier haben wir die Apfeltaschen, die sind auch noch warm. Habe ich glaube auch erst einmal im Leben gegessen, stehe ich glaube ich nicht so drauf, aber als vegan ist, wollte ich es einfach mal nehmen. Oh, es riecht geil. Ich Ja, verköstige es. der ganze Müll im Hintergrund, das war übrigens Clara. Genau. Wir waren weg, die hat den kompletten Müll auseinandergenommen, auf den Boden verteilt. Da war dann noch Kohle mit dabei, Ja, die sie auf Ruß dem, irgendwie, weil ja, hatten wir in dem Mülleimer, der es ist auch ganze verteilt. Fußboden ist jetzt komplett eingesaut. Hast du Ja. fein gemacht, Ja, aber Clara, ihr feine morgen Schätze, eh Dame. Putztag, Ja, Putztag machen wollten. Ist machen das wir egal. Ich Putztag, okay. verköstige einfach trotzdem mal. Oh, Also geil. rausgebacken. Es ist geil, aber ich stehe nicht ganz so drauf. Aber es ist geil. Willst du auch probieren? Ja, gerne. Na doch, es ist schon geil, doch. Ach, ist noch warm. Schmeckt nur ein bisschen künstlich. Ist aber schön. Saftig, Gelee-mäßig. Super knusprig. Beiß rein oder Nach ist ganz. Zimt. Ultra fettig, aber ich finde es geil. Willst du. Nee, nee. Danke. Gerade nicht. Ein bisschen nach Waschpulver auch, aber. Jo.
Chewy. Die Riffelpommes wollte ich. Aber es ist trotzdem sehr schön abgerundet, der Geschmack. Aha. Also es sind halt so wie Wedges eher und da stehe ich halt extrem drauf. Also ich finde die extrem geil. Und die kann man halt auch mit Chili-Soße bestellen. Und ich liebe Chili-Soße, Sweet-Chili-Soße. Ist auch vegan, Barbecue-Soße ist vegan. Kann man immer zu Pommes dazu bestellen. Kann man sich natürlich auch noch zusätzlich auf den Big Vegan TS machen. Und jetzt ist halt das Geile, die meisten kritisieren halt... Ach, Schatzi, ja, Dame. Ich liege vor Hunger. Hier, Pommes, rein da. Ich weiß jetzt nicht, welcher... Ah ja, der da unten, der hat einen Aufkleber. Ja, der ist schön schwer. Die meisten kritisieren halt, am Test ist zu wenig Soße drauf. Das Foto, film doch nicht hier die Hunde die ganze Zeit. Und hier könnt ihr das einfach ablesen, schon mal ohne Worte. Also extra Senfsoße, das ist nicht einfach Senf, das ist halt die McDonald's Senfsoße. Das ist die gleiche Soße wie beim Big Mac, nur ohne Eigelb. Aber auch die gleiche Soße wie beim Hamburger oder Cheeseburger. Und da haben wir jetzt doppelt viel Soße, aber auch doppelten Patty. Man kann bis zu fünffach Patty bestellen, aber halt nur bei diesen großen McDonald's. Und das ist dann halt der Mega-Test. Ich habe sogar noch zusätzlich Gurken bestellt. Das ist keine Scheiße. Unten ist jetzt halt überall Soße und oben. Und dieses ansatzweise ist überall Soße. Auch mit zusätzlich Ketchup habe ich auch noch bestellt. Brauche ich jetzt nicht. Oh, das riecht das geil. Brauche ich jetzt nicht ranbeißen. Ich habe mir schon ein Video, wo wir das ran. Auf jeden Fall. Ja, dann kostet er 5,50 Euro oder so. Also ein normaler Big Mac kostet ja auch schon 4,80 Euro oder sowas. Ja, das ist sozusagen doppelt. Kann man auch mit doppelt Salat und alles bestellen. Wie gesagt, bis zu fünffach in diesen großen Restaurants kann man dann wie gesagt auch mit der App vorbestellen. Wenn man dann da ist, dann erkennt er automatisch, dass du halt da bist und kannst du mit so einer Nummer, die auf der App ist, da reingehen und dann machen die das kurz fertig. Ja, ja, das wäre so gewesen. Also da gibt es noch mehr vegane Sachen, könnt ihr mal selber die App durchschauen. Also als Veganer ist echt geil. Man kann sich den Burger halt auch schön saftig machen mit extra Senfsoße und so weiter. Ciao. Ciao.